Hallo und herzlich willkommen. Ich habe euch versprochen, ich mache noch ein Video zum Thema energetische Reinigung. Wie kann ich mein Haus reinigen, wie kann ich meine Wohnung reinigen oder wie kann ich auch den Arbeitsplatz reinigen? Ich denke, für die meisten, die meine Videobotschaften oder auch meine Bücher gelesen haben, sollte klar sein, dass wir die Räume nicht von Verstorbenen, von Geistern oder von bösen Dämonen oder so reinigen müssen, ja, weil es die in Wirklichkeit so in der Form, wie wir es uns vorstellen, nicht gibt. Die, die das noch nicht wissen, empfehle ich euch die Videos auch bei YouTube zum Thema Spuk und zum Thema Hölle, Hölle, Dämonen und so ähnlich. Also ihr findet's. Ich werde es unten dann noch bei YouTube verlinken. So, wir sprechen heute von energetischen Reinigungen, weil viele Leute, die mir schreiben oder wo ich auch früher vorbeigegangen bin, die gesagt haben, ja, in meiner Wohnung stimmt was nicht, da hat es irgendwie, da spukt oder da ist einfach eine schlechte Energie, ist mir eins aufgefallen, es hat immer mit der Energie der Menschen zu tun, ja. Wir müssen uns das so vorstellen, wenn es mir gut geht, wenn ich glücklich bin, wenn ich zufrieden bin, dann strahle ich das auch energetisch aus. Das heißt, diese Energie geht ins Aurafeld, in unser Energiefeld und durch das, dass wir dort wohnen oder uns dort aufhalten, werden auch die Wände oder der Boden, einfach die Wohnung wird quasi imprägniert mit unserer eigenen Energie. Natürlich auch mit der Energie von allen Mitbewohnern und auch mit der Energie von den Mitbewohnern dieses Ortes, die vorher dort gewohnt haben. Okay? Wie kann ich jetzt diese Energien reinigen? Weil wir machen oft alle denselben Fehler. Wir haben zum Beispiel eine harmonische Zeit, dann haben wir mal Streit mit dem Partner, mit den Kindern, mit Besuch oder was auch immer. Oder wir machen uns Sorgen über unseren Beruf oder Sorgen über irgendwas oder haben Stress oder sind nicht ausgeglichen. Ja? Das heißt, diese Energien werden freigesetzt und die wenigsten reinigen nachher die Räume. Das ist zum Beispiel der häufigste Grund, warum Kinder nicht schlafen können. Ja? Nichts mit außersinnlich oder mit Geistwesen oder so. Meistens sind es die unausgeglichenen Energien der Eltern, wenn zum Beispiel eine Beziehung nicht mehr in Harmonie ist, wenn es oft Streit gibt und so weiter. Okay, ich will das Video kurz halten. Die meisten kennen die ganze Thematik schon ein bisschen. Ich will euch ein paar Reinigungstipps geben, weil viele schreiben mir, ja, soll ich jetzt Räucherwerk nehmen, soll ich Räucherstäbchen nehmen oder wie soll ich reinigen? Im Grund spielt es keine Rolle. Du kannst, wenn es für dich stimmig ist, kannst du räuchern mit Räucherstäbchen, mit Weihrauch und so weiter. Du kannst auch zum Beispiel schöne Musik nehmen, Musik, die dich erfüllt, die dich glücklich macht. Du kannst Gebete machen, du kannst beten, du kannst Gebete auf CD laufen lassen. Wichtig ist einzig und alleine gar nicht, was du tust, sondern deine Absicht, die dahinter ist. Also wenn du dabei wirklich zum Beispiel nur ein Räucherstäbchen anzündest in die Mitte des Raumes und jetzt das Gefühl hast, das Räucherstäbchen reinigt die Räume, hat das im Grund fast keine Wirkung. Ja? Sondern es geht wirklich darum, dass du auch bewusst, wenn du zum Beispiel mit dem Räucherstäbchen oder mit dem Räuchergefäß durch die Wohnung hindurch gehst und auch bewusst mit deinen Gedanken dir vorstellst, dass du die Energie neutralisierst. Reinigen ist ein Wort, das ich persönlich nicht so gerne habe, aber einfach neutralisieren oder für dich wertvoll machst, ja, für dich und deine Mitbewohner wertvoll machst. Oder du lässt einfach Musik laufen. Musik hat eine wunderbare Eigenschaft von Schwingung, also eine Musik, die dich aufbaut, die dich erhält. Das ist zum Beispiel eins der einfachsten Reinigungsrituale, ja. Oder du kannst auch deinen Geistführer bitten, er soll dir nahe kommen. Dann stellst du dir vor, dass deine heilende Energie durch dich hindurchfließt und aus deinem Herzchakra wieder ausströmt und sich quasi in den Räumen, in den Wohnungen, in dem Haus verteilt. Das wäre auch eine schöne Übung. Ganz viele kleine Rituale findet ihr auch in meinem Buch Die geistige Welt hilft uns. Dort hat es sehr viele Rituale drin. Aber jetzt zum Schluss noch ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten, wo ich da war, wo es energetisch nicht gestimmt hat, war es auch ganz oft
physisch nicht sauber. Ja? Und wir wissen alle, wenn wir aufgeräumt haben, wenn wir geputzt haben, wenn wir Frühjahrsputz gemacht haben, dann fühlen wir uns einfach schon viel, viel wohler. Tipp von mir, bevor du energetisch reinigst, reinige physisch. Reinige wirklich mal dein ganzes Haus. Mach einen Frühjahrsputz, besser jetzt einen Hitzeputz, einen Sommerputz. Ja? Frühjahr ist ja schon vorbei. Entkrümple deinen Keller, entkrümple mal deine ganze Wohnung von allen alten Sachen, die du nicht mehr brauchst. Spende es, verschenke es, das, was man nicht mehr brauchen kann, wirf weg, aber löse dich von all den alten Dingen. Ja? Schaue, dass deine Wohnung möglichst aufgeräumt ist, dass es geordnet ist und dass auch die Wohnung und das Haus oder der Ort physisch sauber ist. Die beste energetische Reinigung ist, physisch zu putzen, physisch zu reinigen. Nur wenn physisch gereinigt ist, hat auch eine energetische Reinigung überhaupt Sinn. Probiere das mal aus. Schreib mir unten dein Feedback. Ich freue mich auf eure Kommentare. Enjoy this life, wenn es dir gefallen hat. Mach auf YouTube einen Daumen hoch oder ein Gefällt mir auf Facebook. Du darfst auch gerne mit deinen Freunden dieses Video teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Enjoy this life.